Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video ist eigentlich mehr ein Ankündigungsvideo oder jetzt sagen der erste Teil von einer ganzen Videoreihe. Ich möchte mal Folgendes machen, da ich ja sehr viele Heimwerker- und Handwerker-Videos mache und da man sich beim Handwerken, Heimwerken oder beim Ausführen seiner Hobbys auch meistens mal verletzt, starte ich jetzt hier mal eine neue Reihe und zwar so eine Art Ersthelfer-Videoreihe. Ich selber besitze einige Sanhelfer- und Ersthelfer-Ausbildungen und besuche auch regelmäßig diese Lehrgänge oder Auffrischungskurse. Und aus dem Grund möchte ich euch jetzt mal etwas Wissen aus dieser Richtung mitteilen. Es werden einige Videos folgen, wie zum Beispiel Schocklage, Wiederbelebung, generell Reanimation, wie verhalte ich mich bei Verkehrsunfällen und der weiteren. Aber zuallererst nur mal ein ganz kleines Video jetzt. Mir passiert es sehr oft, dass ich mich beim Arbeiten mit den Händen auch sehr schnell an meinen Händen verletze. Und es passiert mir auch sehr viel, dass ich mich hier an den Fingerkuppen verletze. Das sind meistens nur Schnittverletzungen oder ich reiße mir oder breche mir einen Fingernagel ab. Und das sehe ich es immer wieder, dass viele Leute beim Anbringen eines Heftpflasters am Fingernagel massive Probleme haben. Sie nehmen ein Heftpflaster, wickeln es um den Finger und dann hat man das Problem, das Heftpflaster steht immer so weit ab. Und wenn man jetzt weiterarbeitet, kommt Dreck unter das Heftpflaster und damit durch meine Wunde verunreinigen. Das ist also nicht sinnvoll, nicht zweckmäßig. Ich zeige euch jetzt mal, wie man ein Fingerkuppenpflaster richtig anlegt, so dass es dicht ist und auch ordentlich hält, so dass man weiterarbeiten kann. Dazu benutze ich erstmal ein stinknormales, handelsübliches Heftpflaster und zwar mit Gaze oder mit Wundauflage. Dieses Heftpflaster, ich schätze mal ungefähr 8 bis 10 cm Länge, knicke ich genau in der Mitte zusammen. So. Und jetzt sehen wir hier, hier zeichnet sich die Wundauflage ab und das sind die beiden Klebeflächen. Die beiden Klebeflächen schneide ich 45 Grad zur Wundauflage ab. Dass das aussieht wie so eine Art Hausdach. Jetzt klappe ich das Heftpflaster auf. Wichtig beim Arbeiten mit Heftpflastern, ihr dürft hier drinnen die Gaze nicht mit den Händen berühren. Jeder Mensch trägt an seinem Körper Keime oder sagen wir einfach verdreckte Substanzen oder Krankheitserreger, ähnliches. Das darf auf keinen Fall auf die Gaze kommen. Also ihr müsst euch angewöhnen, wenn ihr diese Heftpflaster klebt, nie die Gaze zu berühren. Ich zeige euch jetzt mal, wie das einfach geht. Ihr klappt das Heftpflaster auf. Jetzt habt ihr hier diese Schutzfläche offen. Die greift ihr, zieht sie ab, fasst hier in die Klebefläche, nicht in die Gaze, greift die andere Schutzfläche, zieht sie ab. Jetzt nehmt ihr den Finger. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte hier oben am Fingernagel oder irgendwas eine Verletzung. Legt den Finger in das Heftpflaster hinein, mit der Spitze bis zur Mitte des Heftpflasters. Klappt das Heftpflaster um, ohne die Gaze wieder zu berühren. Und klappt die Klebeflächen einfach nach innen. Jetzt klappe ich die zweite Seite bei und klappe auch hier die Klebefläche auf den Finger. So, wenn ich das dann festgedrückt habe, habe ich meinen Finger komplett mit dem Heftpflaster umschlossen. Jetzt kann ich quasi weiterarbeiten und habe an meinem Finger wie eine Art Fingerling. Das heißt, er ist rundherum geschützt. So wird ein Fingerkuppenpflaster angelegt. Also dann, das wollte ich euch nur mal zeigen. Viel Spaß bei meinen weiteren Videos. Tschüss, euer Marc auf YouTube.